Hallöchen, ihr Apple-Fanatiker, und herzlich willkommen zu einem erneuten Review. Doch diesmal machen wir es etwas kurz. Ja, irgendwie. Die 11er-Reihe der iPhones kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Sind ja jetzt auch schon lang genug auf dem Markt. Zumindest, wenn man es aus der Sicht unserer verbitterten Konsumgesellschaft sieht. Naja, wie dem auch sei. Heute werde ich mit euch klären, ob sich das Ding noch lohnt. Also, ob man das Schmuckstück hier noch kaufen sollte. Im Jahre 2020, beziehungsweise Ende 2020, Anfang 2021. Oder ob man lieber das iPhone 12 abwarten sollte. Also, viel Spaß dabei. Um die Frage adäquat zu beantworten, sollten wir zuerst einmal auf die Punkte eingehen, die damals, die es bei Release, so besonders gemacht haben. Schauen wir mal, ob man das jetzt immer noch behaupten kann. Also, da wäre zum einen das super coole und neue Design, mit dem das 11 und vor allem das 11 Pro in Erscheinung trat. Ich finde das matte Finish auf der Rückseite und gerade das Nachtgrüne besonders edel. Auch, dass alles aus Glas gefertigt ist, mit einem Aluminiumrahmen als schönen Abschluss, macht einen wertigen und auch eleganten Eindruck und auch ein extrem gutes Gefühl, wenn man das Gerät in der Hand hat. Es liegt nicht nur gut in der Hand durch seine kompakte Größe und der etwas angerauten Rückseite, wie ich bereits erwähnte, sondern auch das 5,8 Zoll kleine, aber irgendwie auch groß genuge Display macht das Ganze sehr angenehm in der Hand. Und die Abrundungen, sei es an den Displaykanten oder am gesamten Gehäuse, tragen einen wesentlichen Bestandteil dazu bei. Es macht einfach Spaß, das Gerät irgendwo liegen zu sehen oder einfach in der Hand zu halten. Die Rückseite fühlt sich besonders gut an und die ebenfalls besondere Dreipunktkamera in ihrem Viereck oben links lässt das Gerät aus der Menge hervorstechen. Auch hier gefällt mir, dass die drei Linsen und alles, was dazugehört, in das kleine Glasviereck, nennen wir es mal, eingelassen sind, das etwas hervorsteht und so den Kamerablock vom Gehäuse optisch trennt. Allerdings sei auch hier gesagt, die drei Linsen ragen dennoch weiterhin etwas aus dem Gehäuse oder eben dem Viereck heraus, weshalb eine gerade Aufliegefläche nicht gegeben ist. Aber sei es drum. Ich denke, außerdem nutzen wir eh alle Cases bei den 1000-Euro-Handys, weshalb der Punkt eigentlich schon wieder irrelevant ist. Machen wir weiter. Kommen wir lieber zu den inneren Werten. Da das 11 Pro das Flaggschiff Apples ist oder war, wenn das 12er dann mal endlich raus ist, ist natürlich mit dem stärksten Komponenten ausgestattet. Der A13 Bionic Chip macht sich aller Ehre im 11 Pro. Alles ist super flüssig und nirgends Wartezeiten. So, wie sie es für ein Flaggschiff gehört. Das OLED-Panel mit der Auflösung von 2436x1125 Pixel und HDR, also das Super Retina Display, wie es Apple ja auch nennt, stellt alles wunderbar scharf, ausreichend hell und farbgetreu dar. iOS 13 hilft natürlich ungemein bei der User Experience auf dem 11 Pro, aber näher ins Detail möchte ich in diesem Video nicht gehen bezüglich iOS 13, da es ja mehr um das Gerät an sich geht. Wenn ihr mehr über die Funktionen von iOS 13 wissen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mir dann ein explizites Video dazu überlegen. Face ID ist natürlich auch mit an Bord und funktioniert auch wirklich sehr gut. Hatte nie Probleme beim Erkennen meines Gesichts, selbst aus den verschiedensten Winkeln. Allgemein ist die Erkennung aus stärkeren Winkeln besser geworden. Ihr werdet also besser und schneller erkannt, ohne euch groß zum Smartphone zu lehnen, wenn es beispielsweise auf dem Tisch liegt. Und wenn wir jetzt schon alles Positive zuerst nennen, dann kommen wir mal zur Kamera. Sie wurde bei Erscheinen des 11ers als die beste Kamera ausgeschrieben. Mittlerweile ist das S20 und vor allem das Ultra auf dem Markt mit seinem 108-Megapixel-Modus pipapo. Sowas hat das iPhone nicht zu bieten. Dafür altbewährtes, nur noch besser. Der Porträtmodus ist jetzt noch besser und mit den vielen Modi lassen sich wirklich schöne Porträts damit anfertigen und das mit einem Smartphone. Auch in schlechtem Licht macht das 11 Pro jetzt deutlich bessere Bilder, gerade nach dem Update mit Apples neuem intelligenten Nachtmodus. Auch die 4K 60 Frames Videos sind gut stabilisiert und sehen wirklich sehr gut aus für eine Smartphone-Kamera. Allgemein muss ich sagen, dass die Belichtung so gut wie immer perfekt ist, egal ob man gerade filmt, ein normales Foto macht oder im Porträtmodus unterwegs ist. Die Frontkamera bietet übrigens ebenso den Porträtmodus, der meistens ebenso gut funktioniert wie auf der Rückseite. Auch hier ist das Gesicht immer gut beleuchtet und ganz natürlich abgebildet. Die Stereo-Lautsprecher klingen ganz gut, gefühlt klingen die des S20 allerdings besser. Aber kommen wir zu den negativen Punkten. Neben dem ganzen Schnickschnack wie wasserfest, Wireless Charging gibt es leider auch Punkte, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr ganz als empfehlungswert ansehen würde. Da wäre der eh schon längst überfällige immer noch vorhandene Lightning-Anschluss und die Notch sollte allmählich denn auch etwas kleiner werden, gerade wenn man mal die Konkurrenz auf dem Android-Markt anschaut. Und ja, der wie immer sehr hohe Preis natürlich. Naja, das war's auch schon. Denn das iPhone 11 Pro hat vieles bereits sehr gut gemacht und auch aus heutiger Sicht, circa ein Jahr später, ist es immer noch Flaggschiff-tauglich. Klar sollte man, wenn man quasi von einem XS jetzt auf ein neues Gerät wechselt, nicht unbedingt zum 11 Pro wechseln, sondern vielleicht mal das 12er abwarten, aber für alle andere ist das 11 Pro immer noch von meiner Sicht aus eine absolute Kauf
Kaufempfehlung, wenn man im Hause Apples bleiben möchte. Auch wenn das iPhone coole Feature wie der 108-Megapixel-Modus von Samsung nicht zu bieten hat, kann es diese in puncto Software-Feature und Stabilität wieder einholen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, auf welcher Seite man ist und ob man bereits im Apple-Ökosystem vertreten ist oder nicht, denn je nachdem macht iOS mehr Sinn oder vielleicht sogar Android aufgrund der riesigen Google-Anbindung. Daher auch hier wieder Geschmackssache gefragt. Dann hoffe ich, habe ich euch etwas helfen können bei der Entscheidung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was euch noch so interessiert und man sieht sich dann beim nächsten Mal hoffentlich schon bald wieder. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao.